Der heutige Handelstag ist einmal mehr ein Beweis für die inzwischen so stark ausgeprägte Dominanz der Algorithmen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Denn es sind seltsame Anschläge gewesen und seltsame Reaktionen der Märkte auf diese Anschläge. Es gab ja diese zwei Attacken auf Tanker im Golf von Oman. Daraufhin sind die Ölpreise maßgeblich gestiegen und daraufhin sind die Aktienmärkte gestiegen. Warum steigen die Aktienmärkte? Weil die Algorithmen darauf programmiert sind, dass wenn die Ölpreise steigen, normalerweise auch Aktien steigen. Warum? Wenn Ölpreise steigen, so denkt man sich, dann ist Risk-On angesagt, dann sieht es gut aus mit der Nachfrage nach Öl etc. Dementsprechend ist diese Korrelation entstanden. Wir können das durchaus auch mal zeigen an einem Chart, hier etwa der Vergleich zwischen dem Dow Jones hier grün und dem Öl hier blau. Da sehen wir hier, dass das auch meistens relativ parallel läuft, der nur in letzter Zeit so ein bisschen auseinandergedriftet ist. Also normalerweise müsste jetzt Öl bald drauf oder der Dow Jones eben runter. Schauen wir uns die Konstellation mal an, was da eigentlich passiert ist. Und da sehen wir hier den Golf von Oman, hier sehen wir die Straße von Hormuz. Diese Meerenge, die so kritisch ist, weil 20% der weltweiten Öltransporte durch eben diese schmale Passage laufen. Wir haben hier diese Anschläge, darunter ein Schiff, das nach Japan unterwegs war, das andere nach Singapur. Und es ist schon sehr merkwürdig, warum eigentlich zum Beispiel der Iran ein Schiff attackieren sollte, das nach Japan fährt, während gleichzeitig der japanische Ministerpräsident im Iran weilt. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ein Schiff übrigens betrieben von einer Hamburger Reederei. Jedenfalls ist das nicht wirklich logisch. Die Saudis sagen, ja, das waren die Houthi-Rebellen, die ja letztendlich vom Iran unterstützt werden, also diese Gruppierung im Jemen, wo ja ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien tobt. Also das ist schon eine etwas seltsame Konstellation. Jedenfalls ist das Hauptthema heute gewesen und der Grund für den Anstieg, so seltsam er klingen mag, weil eben die Algos gekauft haben, nachdem der Ölpreis gestiegen ist. Aber inzwischen sieht es gar nicht mehr so gut aus für den Ölpreis. Schauen wir uns mal die Dinge weiter an, was hier relevant ist. Hier sehen wir zum Beispiel mal ein Bild. Das sieht schon nach einem ziemlich herben Treffer aus, auf eines dieser Schiffe hier aus einem Flugzeug fotografiert. Und das ist schon eine massive Zerstörung, die da stattgefunden hat. Jedenfalls erhöht das die Kriegsgefahr, würde den Amerikanern einen gewissen Vorwand geben, den Iran jetzt mal ernsthafter anzufassen. Und ist natürlich normalerweise auch für die Saudis gar nicht so schlecht, wenn die Ölpreise steigen. Das eine kleine Verschwörungstheorie. Jedenfalls sind diese Anschläge schon recht seltsam. Möglicherweise will man zeigen seitens der Houthi-Rebellen, dass man eben zuschlagen kann, dass man auch Schiffe, amerikanische Schiffe, saudische Schiffe jederzeit attackieren kann, um da ein bisschen Unsicherheit zu schüren. Wer weiß das schon? Jedenfalls ist das eine Möglichkeit. Das Hauptthema an den Märkten wird aber nach diesem ganzen Tohuwabohu heute letztendlich die Fed bleiben, die in der nächsten Woche tagt. Und wir haben hier die Wahrscheinlichkeiten, die in den Fed Fund Futures eingepreist werden. Also Futures, die praktisch Realtime-Wahrscheinlichkeiten ermitteln, wann was passiert in Sachen Zinsen. Und wir haben hier die Wahrscheinlichkeit derzeit bei 23%, dass die Fed in der nächsten Woche schon senkt. Das wäre eine faustdicke Überraschung. Normalerweise kündigt eine Notenbank wie die Fed das klar an. Wir werden die Zinsen senken. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit für den Juli inzwischen bei 83% für eine Zinssenkung. Und dann geht man davon aus, zu 63,8%, dass dann im September gleich nochmal die nächste Zinssenkung obendrauf kommt und mit einer Wahrscheinlichkeit von 52,5% sogar im Dezember nochmal eine dritte Zinssenkung. Also da sehen wir, da ist wahnsinnig viel eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier bis bald im Anfang 2020 die Zinsen gesenkt werden, wird inzwischen bei über 99% gesehen. Also das ist schon eine eindeutige Sache. Die Märkte stehen relativ weit oben. Wir sind nicht so weit vom Allzeithoch entfernt. Und es ist nicht so, dass derzeit die US-Konjunkturdaten komplett abspielen. Ich glaube, dass die Märkte da schlichtweg viel zu weit vorgelaufen sind, dass die Fed Fund Futures hier zu stark eben quengeln, diese Zinssenkung wollen. Die Frage ist, wird sich die Fed darauf einlassen oder wird man sagen, naja, der Trump, der kritisiert uns die ganze Zeit. Und da
werden wir mal ein bisschen dagegenhalten, werden nicht den Eindruck erwecken wollen, dass wir hier willfährig Trump folgen, zumal eben möglicherweise die Situation gar nicht so dramatisch ist, wie an den Fed Fund Futures eingepreist. Das ist das große Fragezeichen, das hier jetzt vor den Märkten steht. Was wird kommen in der nächsten Sitzung der Fed? Wird sie dann andeuten, dass sie insgesamt jetzt auf einem Zinssenkungsweg ist, aber gar keinen konkreten Termin nennen? Oder wird sie klar sagen, indirekt wie immer bei einer Notenbank, dass dann im Juli die Zinsen gesenkt werden? Das ist die große Frage. Wenn da überhaupt nichts kommen sollte, also die Fed hawkischer ist, als die Märkte erwarten, dann gäbe es einige Konfusion. Schauen wir uns die Charts an, da sehen wir hier den S&P 500, aktuell 2889. Es ging zunächst runter heute Morgen, dann ging es rauf, dann ging es wieder ein bisschen runter. Jetzt sind wir wieder so in der oberen, im oberen Bereich der Range. Wir sehen hier den Dow Jones, den wir vorhin schon im Vergleich mit Öl gesehen haben, bei 26.070 Punkten. Wir sehen den Nasdaq einmal mehr wieder relativ stark, was Tech-Werte mit dem Ölpreis zu tun haben, muss man mir noch erklären, aber das wird sicherlich ganz schlaue Erklärungen geben. Wir sehen den DAX, der sich hält bei 12.170, tut sich nicht so wahnsinnig viel, der Index pendelt im Grunde immer zwischen 12.100 und 12.200 in dieser Zone. Wir sehen den Euro bei 1,1274 Dollarstärke heute wieder zu konstatieren. Aber Gold hält sich hier doch relativ robust, knapp unter der 1340er Marke. Und interessant ist, dass Öl vorhin doch deutlich unter Druck gekommen ist, unter die 52er Marke zwischendurch gefallen war, nachdem wir schon auf 53 Dollar unterwegs waren. Also entscheidend ist und bleibt die Fed. Da kann kommen mit dem Ölpreis erstmal was will. Diese geopolitischen Turbulenzen, pardon, die werden wohl bald wieder sich in den Hintergrund schieben. Vielmehr wird eben dann die Fed-Geschichte das dominante Motiv bleiben. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Feierabend. Morgen gibt es den Videoausblick, sobald meine Stimme das zulässt. Und morgen Abend allerdings kein Marktgeflüster. Da bin ich unterwegs. Nur vielleicht schon mal zur Info. Ihnen das Allerbeste. Bis dann. Ciao.